Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ja, die Szene, die wir gestern gesehen haben, wäre anders verlaufen, wenn ich nicht so ein dreckiges Arschloch gewesen wäre. Oh, machen wir erstmal weiter. Oh, schön, ich freue mich. Weißt du, Atyam, als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder Meer oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Oh ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Atyam, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind, vergammelter Beton, ein idiotisches Munitionsdepot. Atyam, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass dir ein bisschen schlafen. Ja, geil. Gut läuft's hier. Komm mal mit, Bruder. Es gibt was zu besprechen. Hey, lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Also, Ayosha kann wegen mir nicht mehr laufen. Nur mal so zehn. Stefan, komm zum Führerstand. In Ordnung, einen Moment. Sag mir, was ist passiert, Nastja? Hat dich jemand geärgert? Nein. Warum weinst du dann? Ich habe Angst. Wovor? Dieser Husten. Was, wenn er wieder von Tante Anna ist? Ach, keine Sorge, Nastja. Immerhin hast du kein Gas eingeatmet. Das ist nur eine Erkältung. Du wirst im Nu wieder weg. Und Tante Anna? Sie wird auch wieder gesund. Sobald wir das Medikament haben, wird es ihr besser gehen. Echt jetzt? Da gebe ich dir mein Wort. Also keine Sorge. Also gut. Meine Mama sagt, dass die Spartaner immer ihr Wort halten. Das ist wohl wahr, Nastja. Völlig richtig. Oh mein Gott, dieses verzogene Gesicht. Das weiß ich auch. Olga, Aljoscha hier. Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Wir haben den Damm und das Staubecken untersucht. Ihr müsst das Tal verlassen, und zwar so bald wie möglich. Zumindest bevor die Regensaison einsetzt. Der Damm hält kaum noch. Und wenn er nachgibt, wird das Tal weggespült. Und alles, was übrig bleibt, ist lebensgefährlich. Geht morgen oder besser noch gestern. Sprich mit den anderen Mädchen. Sie sollen das Problem beim Rat ansprechen. Selbst die Piraten müssen gehorchen, wenn die es absegnen. Ich weiß nicht, ob ich es wieder zurückschaffe, aber solange wir leben, besteht immer eine Chance, sei sie auch noch so gering. Oh Mann, oh, ich fühle mich schon ein bisschen schlecht. Und damit sage ich auch Wiedersehen. Oder? Wir haben Neuigkeiten. Anscheinend schlechte. In letzter Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Kein Wunder, Platz, Bruder. Schieß los. Ich denke, das wird kein einfaches Gespräch.
Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt aber nicht. Was ist denn damit? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während Lila-Bereiche Fehler anzeigen. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die: Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Einfacher gesagt, die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind über 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was zum Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Was machen wir jetzt? Das kann ich dir sagen. Artyom und ich werden gehen. Das ist nicht im Sinne des Ordens. Wir gehen gemeinsam. Oberst, ist nicht in Ordnung. Sie ist meine Tochter, seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Artyom mit seinem Traum, er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Trotzdem sind wir der Ort. Wir sind ein Team und wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von mir und Artyom. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akadem Gorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt... Das können wir uns nicht erlauben. Erinnert ihr euch, was Yermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal. Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akadem Gorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereitmachen zum Einsatz! Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht. Sam, du machst den Anfang. Jawohl. Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Sie meinen, weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat? Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Herr Oberst, der aktuelle Stand zu den Anzügen. Ja, wie sieht es aus? Ich konnte nur zwei Stück fertig machen. Siehst du? Die sind für Artyom und mich. Das ist Schicksal. Werden sie helfen? Naja, sie schützen vor Staub, aber die direkte Strahlung ist dort so hoch, dass sie vielleicht... Ja, kannst du den Schutz verbessern? Yermak hat bestimmt noch Bleifolie auf Lager. Aber die Anzüge sind bereits recht sperrig und schwer. Wir wollen ja auch nicht auf eine Tanzparty. Wie viel Zeit wird uns das verschaffen? Ein paar Stunden. Nicht genug, glaube ich. Besser als nichts. Keine Sorge, das passt schon. War immer so. Ich werde die Kabine des Wagens auch mit Blei versehen. Also sollten Sie drin bleiben, solange Sie können. Danke. Dann leg los. Jawohl, Herr Oberst. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist so groß. Beim Bahnpersonal, der Hanse, sind so viele Leute durch Verstrahlung gestorben. Aber Moskau war nichts im Vergleich zu der Dosis, die sie hier abbekommen werden. Ach, die scheren sich nicht um Risiken. Du kennst sie doch. Erzähl mir von dem Museum. Wann hast du davon erfahren? Ah, ich war schon immer ein Eisenbahnfan. Selbst als ich in der Metro arbeitete. Nahe Moskau hatten wir diese experimentelle Einrichtung, wo alle möglichen Eisenbahnsachen ausprobiert wurden. Viele Loks und Waggons endeten dort, also beschlossen sie, ein Museum daraus zu machen. Die einzig gute Stelle dafür fand sich aber in Novosibirsk. Wow, nicht wirklich in der Nähe.
Ja, ganz und gar nicht. Aber trotzdem kam alles dorthin, einschließlich der ungewöhnlichsten Loks aus dem ganzen Land. So etwa 15 Jahre vor dem Krieg wurde das Museum eröffnet. Ich verstehe. Aber warum bist du so sicher, dass sich dort ein Schneepflug findet? Ich weiß es, weil ich ihn von Moskau dorthin gebracht habe. Ein prächtiges Exemplar. Wird dir bestimmt gefallen. Ja. Ja, ganz bestimmt. Ja, ich muss gehen. Tokarev könnte vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ja, das könnte sein. Muss soll ich nicht nach vorne sehen? Ich denke trotzdem, dass wir uns die Satelliten ich kann hupen. Ansehen sollten, wenn wir schon dabei sind. Wo? Wie? Auf dem Foto ist ein ganzer Bereich unkenntlich. Und sieh dir die Position. Klar, bei der Motorrock ist eher ungünstig, aber nicht zu gefährlich, wenn wir dort keine Zeit verbringen. Ganz lange. Gleich allerdings. Siehst du? Oh, wie cool. Es ist nicht das Stadtzentrum, aber dort finden wir allenfalls unser vorzeitiges Ende. Das werden wir noch sehen. Ach du Scheiße. Da gibt es nichts zu sehen. Meinst du, der Oberst hat uns dort hingeschickt, weil er das vergessen hat? Natürlich nicht. Das sind keine hübschen Karten. Ich bin ja nicht blöd. Worüber sprechen wir denn dann? Der Oberst hat gesagt, die Diskussion ist beendet. Sie haben bereits alles mit Artyom beschlossen. Und das müssen wir respektieren. Und wir müssen daran glauben, dass alles klappt. Weil wir wer sind? Spartaner. Genau. Lass uns also damit aufhören und die Route zum Labor planen. Schon gut. Ja, euch Mädels viel Glück. Hör mal, ich glaube, wir könnten den gefährlichsten Bereich meiden, wenn wir diesen Weg nehmen. Ja, du musst doch hinzeigen. Du kannst doch nicht wissen, was du meinst. Naja. Hier vielleicht. So, ich würde gerne zur Werkbank mal kurz marschieren. Mir irgendwie ein paar Waffen einsacken. Das Medikament heißt Renagan F. Und sie war sehr begeistert davon. Und im Gegensatz zu mir war sie eine echte Ärztin. Glaub mir, Katja. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Vielen Dank, Aljoscha. Ich hoffe, das hilft. Aber Annas Fall scheint extrem ungünstig zu sein. Die Wirkung des Gases von der Wolke hat bereits nachgelassen. Es hat aber gereicht, um einen destruktiven Prozess in Gang zu setzen. Meine Hoffnung auf die frische Luft des Tals war natürlich naiv. Denn am Ende muss selbst das Tal... Ja, Luft, Wasser und der Wald. Alles ist da. Aber wohl nicht lange, befürchte ich. Schade, denn die Leute dort waren eigentlich ganz nett. Wir hatten einige Gemeinsamkeiten. Bis ich alle umgebracht habe. Ist er dann wirklich so gefährdet? Ja, ist er. Doch selbst wenn er noch ein paar Jahre halten würde, ist ein Drittel des Tals mit Strahlen verseucht. Der Fallout hat sich über die Jahre am Boden des Stausees angesammelt und sickert jetzt durch. Und wenn der Damm bricht... Ich hoffe, sie hört. Sie hören auf mich. Liebst du sie? Katja, mal ganz ehrlich, es ist mein Rückgrat. Das weiß ich, ja, aber vielleicht gibt es noch irgendwas... Bitte, Aljoscha. Es gibt Fälle, in denen sich Menschen schon von schlimmeren Verletzungen als deiner erholt haben. Du musst nur weiterkämpfen. Wir reden später darüber. Ich muss nach Anna schauen. Klar, bestell dir einen Gruß von mir. Ja, Freunde. Dieser Stuhl geht auf meine Kosten. Oder um Mitleid zu zeigen, oder willst du mich womöglich zum Klo bringen? Arschloch. Oh, es tut mir ja leid. Oh. Ja. Ich wollte es nicht, Joscha. Der hat so viel gequatscht. Ich musste ihn erledigen. Der hat so viel gequatscht, Mann. Ich mag es nicht, wenn Leute so viel quatschen. Vor allem, es war nur ein komischer, irre Admiral. Komm. Der war ja wohl nicht wichtig. Ach, das sind die Anzüge, ja. Oh Gott, wie soll ich mich denn damit bewegen? Weil die sind nass. Wieso tropft der? Ich wette, den krieg ich. Den tropfenden Anzug.
Artyom, ich habe die Geschichte noch niemandem erzählt, aber ich möchte, dass du sie erfährst. Warum? Ich hasse weißt quatschende du, Leute. Ich hatte diese Pistole von Tokarev. Ein narrensicheres Ding, das mich nur einmal enttäuscht hat. Es war eine großartige Waffe, voller Schusskraft. Durchschlug jede Körperrüstung, in der man sich bewegen kann. Aber sie hatte nur 8 Schuss. Und die haben einfach nicht gereicht. Ich traf auf ein paar Banditen, die eine Familie prägten. Und da konnte ich einfach nicht. Also zog ich ab. Ich erwischte alle, bis auf einen. Und dieser Mistkerl traf mich ganz übel. Als die Leute vom Orden eintrafen, war ich schon halb tot. Hielt sie für Engel. Wie auch immer, ich will dir sagen, warum ich das erzähle. Heute sind wir weniger Leute, als ich damals Kugeln hatte. Also bitte, seid vorsichtig in dieser radioaktiven Hölle. Ich gebe mein Bestes. Ein fettes Magazin. So. Jetzt haben wir eine hübsche Waffe. Weißt du nicht, was für Munition die verbraucht? Schotti, ne? Schotti-Munition. Okay, ich sehe das schon. Perfekt. Haben wir nämlich so eine Waffe? Was sind das für Waffen? Ja, wieso kriege ich jetzt Tooltips? Was soll denn der Scheiß? Oh, ich kann da rausgehen. Oh, will ich gar nicht. Es ist viel zu eklig draußen. Oh, ein Buch. Herbst. Jungs, das Medikament heißt Renergan F. Haltet aber zusätzlich nach Antibiotika-Ausschau. Am besten wäre Ciprofloxacin oder Amoxicillin. Bringt einfach mit, was immer ihr findet. Wir werden sie nicht nach Novosibirsk bringen können, falls wir bei ihr auch noch eine Infektion riskieren. Versucht auch etwas Etamsylat zu finden. Ich habe nur noch 2 Dosen hier und etwas medizinische Gelatine, falls die Blutung wieder losgeht. Wenn ihr sonst noch etwas seht, zum Beispiel Antiseptika, chirurgisches Nähmaterial oder Verbände, dann packt alles ein. Davon können wir nie genug haben, aber eins nach dem anderen. Ja, Munition für Sturmgewehr. Machen wir ein bisschen was. Ach du Scheiße, wie viel Material kosten die denn? Ich habe zu viel verschwendet. Na, ich brauche kein Visier. Das reicht aus. So, jetzt sind wir fit. Alter, es hat jetzt all meine Materialien gekostet, diese paar Pfeile, die ich hergestellt habe. Ich muss da echt ein bisschen vorsichtig mit sein. Okay. Ich habe eine Idee. Ich brauche eine alternative Silent-Waffe. Schalldämpfer. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Wir haben den Bastard. Der sieht so aus. Und wir haben einen Revolver. Aber für einen Revolver gibt es, glaube ich, keinen Schalldämpfer, oder? Doch. Tatsächlich. So, Schalldämpfer. Nachtsicht meinetwegen. Ja, Nachtsicht ist gut. Das fette Ding. Oh, schön. Wie übertrieben die Waffe jetzt aufgebaut ist. Okay, perfekt. Wir haben eine Schrotflinte und eine Silent-Waffe. Das war wichtig. Und dann brauchen wir nämlich die Bolzen nicht alle verschwenden. Und dann würde ich sagen, Abmarsch.
Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Ja, also wir sind jetzt ein Jahr unterwegs. Das ist jetzt also fast ein Jahr. Sind wir nicht im Winter aufgebrochen? Ich glaube schon, ne? Na gut. Die tote Stadt. Da bin ich mal gespannt drauf, Freunde. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.